harter Arbeitstag macht den Kunden. Sie ist sonst verlässlicher. Du wartest hoffentlich noch nicht lange auf mich, oder? Ganz und gar nicht. War gerade bei der Post. Laut Oma sollte ich ein Paket bekommen, aber sie hat wohl vergessen, es abzuschicken. Sie hat mir diese Woche auch keine Eule geschickt. Ist wohl mit ihrer Forschung beschäftigt. Was wollte sie dir schicken? Nur etwas Futter, das sie entwickelt hat. Ich wollte es Professor Howen für die Kniesel geben. Welche Art von Forschung betreibt sie? Das variiert ständig, aber es hat immer etwas mit Tierwesen zu tun. Letzte Woche hat sie die Beinknoten von Plimpies untersucht. Was hast du über den Drachen herausgefunden? Sie wusste nicht, dass die Wilderer ihr Ei hatten. Als sie die Hornschwanzhalle verließ, muss sie direkt zu ihrem Nest geflogen sein. Ich bin zurück zum Zelt und habe ihren Flug verfolgt. Wie verfolgt man denn einen Drachen, wenn er längst weg ist? Baumkronen, Brandspuren, sowas halt. Gut gemacht. Du weißt wirklich, was du tust. Ich bin nicht sicher, aber ich habe eine Ahnung, wohin sie geflogen sein könnte. Ich dachte, wir könnten uns das mal ansehen. Natürlich. Wollen wir gleich los? Ich würde gerne sehen, wie es dem Drachen mit einem Halsband geht. Und sie ist vermutlich ganz wild auf das Ei. Hier sollte es sein. Ich bin sicher, hier finden wir sie. Das Gelände passt zu den typischen Brutorten dieser Art. Ich vermute, so haben die Wilderer sie überhaupt gefunden. Sie haben ihr Lager hier aufgeschlagen und sie beobachtet. Sie holten vielleicht erst sie und dann das Ei. Drachen sind schwer zu bändigen, erst recht, wenn sie Junge haben. Und das weißt du, obwohl du nur hier rumstehst? Du wirst überrascht, wie leicht es ist, wie ein Wilderer zu denken. Schauen wir, ob sie zu Hause ist? Wir müssen nur ihr Ei zurückbringen. Bist du sicher, dass es so einfach ist? Immerhin ist das ein Drache. Hybriden können aggressiv sein, sind aber auch sehr clever. Sie hat schnell begriffen, als du ihr gezeigt hast, wie man aus dem Zelt entkommt. Sobald sie das Ei sieht, wird sie verstehen, warum wir hier sind. Dann können wir die Wilderer ein für alle Mal erledigen. Du hast nicht darüber nachgedacht, es zu behalten, oder? Nein. Es gehört ihr. Wenn ich es behalte, wäre ich so schlimm wie die Wilderer. Wenn du recht hast und wir sie hier finden, wie bringen wir es dann zurück? Ihr Nest ist wahrscheinlich im Herzen ihres Baus, über den sie wacht. Dort dürfte auch alles verkohlter sein als der Rest, könnte ich mir denken. Gut. Dann finden wir den Drachen und geben das Ei zurück. Wunderbar. Wenn sie uns herumfliegen sieht, hält sie uns vielleicht für Angreifer. Oder für Beute. Wir sollten zu Fuß gehen. Oh, und eins noch. Regen wir sie nicht auf. Sie hat wirklich genug durchgemacht. Bereit, wenn du es bist. Revelio. Da ist sie. Über uns. Sie hat es sicher herausgeschafft. Oh gut, anscheinend trug sie kein Halsband wie die anderen Drachen. Revelio. Sorge um den Verbleib ihres Eis sein. Wenigstens scheint sie uns noch nicht entdeckt zu haben. Hoffentlich bleibt das auch so. Zumindest bis wir getan haben, wo... Revelio. Revelio.
Wie charmant. Sie halten Kontakt zueinander. Da ist sie wieder. Repar. Fantastisch. Aus der Entfernung. Ich frage mich, wie es um ihr Sehvermögen steht. Wie war das? Ich glaube nicht, dass die Wilderer sie gut gefüttert haben. Und aus der Ferne sehen wir für sie wahrscheinlich aus wie Schafe. Hebriden lieben Schafe. Das sind ja tolle Aussichten. Vorsichtig. Rebellio. Oh je, sie muss sehr hungrig gewesen sein, um einen Grabhorn zu fressen. Oder sie war auf einen Kampf aus. Ich bin schon wieder voll, ey. Ich hab doch eigentlich erst Sachen weggemacht. Rebellion. Psst, was war das? Aber sie kann nicht. Revier. Das ist ihr Revier und sie.
uns wissen lassen. Einfach so. Wir müssen nur das Fest erreichen. Ja, so viel Leid. Kein herzlicher Empfang. Ach, etwas von einem Kaminfeuer. Gutes Zureden bringt vermutlich nichts. Da ist das Nest. Wir sind fast da. Warum sind alle Brücken zerstört? Reparo. Wenn wir ihr das Ei zurückgeben, kommen wir hoffentlich ohne viel Aufhebens hier weg. Atemberaubend. Und hast du gesehen, wie clever? Sie ließ uns komplett in Ruhe. Tierwesen sind weit schlauer, als viele Leute glauben. Das sagt Oma auch immer. Das Wichtigste ist, dass wir überlebt und das Ei zurückgebracht haben. Danke, dass du mir geholfen hast. Ich würde es dir nicht übel nehmen, wenn du jetzt erstmal genug von Drachen hast und lieber zum Schloss zurück willst. Sollen wir zurück? Ich wäre bereit. Ich auch. Nach der Drachenrettung in der Hornschwanzhalle rechne ich außerhalb des Schlosses jederzeit mit einem Angriff der Wilderer. Verständlich. Wir haben ja auch ihren Kampfring sabotiert und ihr Drachenei gestohlen. Stimmt. Du hast recht. Aber warum sind sie uns nicht gefolgt? Das sieht ihnen gar nicht ähnlich. Außer... Außer was? Außer... Sie haben es doch getan. Oh nein, dass ich das nicht vorausgesehen habe. Wir müssen los, ich brauche eine Eule. Wie konnte ich so blind sein? Hallo. Kommen Sie rein und sehen Sie sich um. Und nichts mit klebrigen Fingern anfassen. Thank you.
Sie haben ein gutes Auge für Mode. Schauen Sie jederzeit vorbei, wenn Sie in der Gegend sind. Was ist? Was haben Sie? Kobolde, das ist los. Renrocks Bande. Gemeine Kreaturen. Sie haben mich überfallen. Nichts ist mir sicher. Ich brauche etwas, das mich beschützt, wenn ich Ihnen wieder begegne. Ein Maxima-Trank, der würde helfen. Stimmt. Wir leben in gefährlichen Zeiten. Es ist besser, vorbereitet zu sein. Hier, nutzen Sie ihn weise. Oh, das werde ich. Mit Sicherheit. Renrocks Leute besiegen mich nicht. Und ich muss Ihnen danken. Bitte, nehmen Sie dieses Geschenk. Los, komm schon, Wolkenschwinge! Mit chinesischem Kaukul muss irgendwo hier im Lager sein. Mensch, lass meine Heldentaten einschüchtern. Nicht jeder kann so begabt sein. Ich sage dir, Hogwarts hat Glück, dass es Schutzzauber gibt. Adelicus Totalus! Bevor ich dich Wache halten, ob... Confringo! Das wirst du nicht überlegen. Das braucht Kurzi. Lauf und greif zu Lava. Lava, du findest es. Er fest. Lauf und hol den ja gar nicht. Das ist schwach. Was hat du getan? Du. Die Tierwesen in der Nähe können jetzt ruhig schlafen. Prevelio. Rebellion. Eine Kiste habe ich. Fehlt nur noch die zweite. Rebellion. Alohomora. Rebellion.
Constrinto! Kann das sein? Eine Prüfung Merlins? Repar! Stolz. Rebellion. Das sollte ich untersuchen. Confringo! Levioso! Accio! Vingadium Levioso! Levioso!
Revelio. Incendio. Revelio. Akio. Revelio. Accio. Revelio. Accio. Intento. Levioso. Nicht meine Schuld, dass du eine Riesenspinne bist. Vorzukommen. Beeindruckend. Defendo.
Konflikt. Rebellion. Wer hier wohl wohnt? Wieder mal auf Abenteuertour? Magst du Schmerz? Jetzt verstehe ich, warum Feldcroft... Ranrocks Anhänger verstecken sich nahe Feldcroft. Sie müssen die andere Kiste mit chinesischem Kaukohl haben. Ich vergeude meine Zeit mit der Betreffung aus Totalus.